Wer nicht selbstständig denkt, der denkt überhaupt nicht. Das hat einmal Oscar Wilde gesagt und damit hat er mal, wie in so vielen Dingen, recht gehabt. Denn jeder Mensch hat ja so seine eigenen Denk- und Verhaltensstile, die sich natürlich von Mensch zu Mensch immer wieder unterscheiden. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie kriege ich denn überhaupt heraus, welchen Denkstil ich persönlich habe, beziehungsweise das Hirn dort oben. Dieses herauszufinden, dafür gibt es jetzt eine Methode und ich begrüße ganz gerne Roland Spinola bei uns. Herzlich willkommen vom Hermann-Institut Deutschland. Richtig. Und es gibt das Hermann-Dominanzen-Modell. Richtig. Richtig. Und damit kann man also herausfinden, welche Vorlieben nun mein Gehirn hat, in welche Richtung ich speziell denke. Können Sie das ganz kurz und leicht verständlich für uns mal erklären? Ja, jeder von uns ist einmalig und hat eine Denkweise und einen Denkstil, die für ihn oder für ihn besonders prägnant sind. Mhm. Und mit Hilfe eines Fragebogens im Wege einer Selbstanalyse kann man also rausbekommen, welchen Denkstil oder welche mehreren Denkstile man bevorzugt einsetzt. Und welche Kategorien gibt es jetzt dann? Da gibt es 4 Kategorien insgesamt, die auch Quadranten genannt werden. Einmal A, das ist ein logisch, rational, technisch, mathematisch orientiertes Denken. Dann gibt es den Quadranten B und darin fassen wir ein strukturiertes, administratives, planerisches Vorgehen zusammen. Den Quadranten C, in dem das Mitfühlende, das Emotionale, auch das Visionäre angesiedelt ist. Und einen Quadranten D, wo eher konzeptionelles Denken zu Hause ist, alles das, was mit Zukunft zum Beispiel zu tun hat. Das ist in dürren Worten. Das sind also in ganz groben Ausführungen jetzt die 4 Kategorien, unter denen Sie unterscheiden und wo dann ganz einfach von Mensch zu Mensch die Vorlieben unterschiedlich sind. Aber was bringt mir das jetzt persönlich, wenn ich weiß, aha, ich denke jetzt sehr konzeptionell oder sehr logisch oder bin sehr kreativ? Ja, also irgendwie weiß ich das natürlich selber auch, wie ich denke. Aber wenn ich es sozusagen schwarz auf weiß oder schwarz auf bunt vor mir habe, dann kann ich es mit anderen vergleichen. Ich kann es mit einer beruflichen Anforderung vergleichen. Ich kann es mit Leuten vergleichen, mit denen ich partnerschaftlich verbunden bin und kann so für mehr Toleranz für meine eigene Einzigartigkeit werben, kann aber auch verstehen, dass andere anders sind. Sie haben ein paar Modelle mitgebracht, Herr Spinola, und die wollen wir ganz gerne mal unseren Zuschauern zeigen. Das ist, glaube ich, dann Ihre eigene Dominanzen, die Sie da aufgestellt haben. Genau, das ist mein Profil. Man sieht also oben links A, dieses logisch-rationale Denken, wo ich eher Vermeidungswerte habe. Das heißt, obwohl ich Ingenieur bin, gehe ich in diesen Quadranten nicht so gerne rein. Aha. Das heißt nicht, dass ich es nicht kann. Das heißt nur, dass ich es nicht bevorzugt einsetze. Also das Gehirn denkt da so ein bisschen um die Ecke. Lässt du diesen Quadranten ein bisschen mehr links liegen? Ja, genau. Kann man das so ganz laienhaft ausdrücken, um Gottes Willen? Ja. Wir haben auch einen kleinen Testbogen für Sie ausgefüllt. Genauer gesagt, 3 liebe Menschen aus dieser Redaktion von Tele5, zu Hause mit Tele5. Und zwar war das die Redakteurin Susanne Granowski, die Tina Lohmann und meine Wenigkeit. Auch wenn Sie sich glauben, ich denke auch ab und zu mal. Und da haben Sie so ein Gruppenmodell aufgestellt. Das heißt also, wie diese 3 jetzt während der Arbeit harmonieren oder ganz einfach, wo ihre Stärken und wo ihre Schwächen sind. Das blenden wir jetzt auch mal ein. Das sehen wir. Also das sind wir 3 jetzt zusammen. Was zeigt uns dieses Bild jetzt? Nun, es zeigt erstens mal, dass Sie ein ähnliches Profil haben wie ich. Das gibt Hoffnung. Aufgrund Ihres Berufs sehr wahrscheinlich war. Das kommt also nicht als Überraschung, dass Sie im Visuellen, im Konzeptionellen sehr hohe Werte haben, dass Sie in dem Quadranten, in dem roten Quadranten, der das Mitmenschliche zeigt, sehr hohe Werte haben. Das brauchen Sie einfach in Ihrem Beruf. Wesentlich interessanter ist schon, dass Sie auch im Quadranten B relativ hohe Werte haben. Nicht ganz so hoch wie rechts, aber dieser grüne Quadrant. Das ist der konservative Teil. Ja, konservativ ist ein Wert, aber es ist natürlich auch Ordnung und Planung. Mhm. Und ich habe das eben beobachtet, als die Sendung losgeht. Wenn Sie da keinen hohen Wert haben, dann schmeißen Sie die Sendung, dann halten Sie Ihren Zeitplan nicht ein. Dann ist hier Chaos. Und dann ist das für die Zuschauer sehr Die Anja unangenehm. Häuspert sich schon die ganze Zeit. Chaos war bei ihr Stichwort. Ne? Ordner, Chaos. Ja. Und nun haben Sie noch ein drittes Modell mitgebracht. Und da geht es, glaube ich, um eine ganze Firma. Also lauter Mitarbeiter, wie die nun untereinander, welche Denkweisen auch immer, da an den Tag legen. Und das schauen wir uns auch nochmal an. Ja. Das schaut ganz wild aus. Das schaut ganz wild aus. Das sind jetzt 1000 Mitarbeiter eines großen Unternehmens. Der Name spielt keine Rolle, denn wenn Sie so viele Menschen in einem Unternehmen haben, dann haben Sie immer ein ganzes Gehirn. Mhm. Ja, wir sehen also hier eine sehr gleichmäßige Verteilung über die 4 Quadranten.
Und für mich ist die Botschaft daraus, wenn es in einer Firma nicht gelingt, alle diese Quadranten anzusprechen, wenn die Unternehmenskultur sozusagen nicht dafür sorgt, dass alle vier Quadranten sich zu Hause fühlen können, dann lässt man einen großen Teil der Menschen in ihrer Eigenart, in ihrer Einzigartigkeit unberücksichtigt. Mhm. Und treibt sie möglicherweise in die innere oder äußere Kündigung. Das heißt also letztendlich, dieser Test beweist, dass jeder Mensch verschieden ist, auch Richtig. Am Arbeitsplatz, und dass Richtig. Man ihn auch nicht so umbiegen kann, wie man das gerne haben möchte, so weil das. Da sträubt sich was da oben dagegen. Ja. Wir könnten jetzt noch weiter mächtig über das, was Sie zu sagen haben, reden. Die Zeit uns ist ein bisschen weggelaufen. Sie wissen, mein konservativer Teil, ich kontrolliere mich dann doch ein wenig und muss darauf achten, dass das nicht zu chaotisch wird. Ja. Ganz kurz, wenn Zuschauer, wenn Sie Fragen haben zu dem, was Herr Spinola gerade ausgeführt haben und ganz gerne auch vielleicht mal so einen Test haben wollen, schreiben Sie uns an zu Hause mit Tele 5, Schellingstraße 44 in 8000 München 40. Kennwort zu Hause mit Tele 5 und wir werden natürlich die Interessenten dann sofort an Sie weiterleiten und auch die Schönen eine Dank. Oder andere Frage beantworten.